Einen wunderschönen guten Morgen. Heute werde ich die Boss-Sache, also das Kundenprojekt Boss, ein bisschen unterbrechen, um mich dem schönen Golf hinter mir zu widmen. Das hat damit zu tun, dass die erste Motorshow bevorsteht und das Ding am besten nächste Woche zum Lackierer muss. Und ja, deshalb werde ich das ein bisschen dazwischen schieben und werde mich da daran beschäftigen. Die Jungs von Flawless haben das Ding eigentlich schon zusammengebaut, beziehungsweise auch angepasst und haben die Schweißarbeiten schon gemacht. Die Jungs sind halt auch nicht so erfahren wie ich und deshalb haben sie mir das Ding nochmal gegeben, damit ich nochmal drüber gucke, nochmal Kleinheiten und Feinheiten quasi nochmal nachbearbeite. Es sind ein paar Stellen dran, wo ich weiß, okay, das kriege ich auf jeden Fall besser hin. Werde ich dann mich mal dran begeben, ein paar Kleinigkeiten noch dran machen und dann geht es vor allem darum, dass wir die Felgen mit ein paar Reifen bestückt kriegen, weil die Jungs werden einfach mal stur 15 Zoll WWS fahren in 11 J Breite. Also die Dinger sind schon eklig, ne? Also das sind schon fast viereckige Felgen. Ist echt geil. Wir werden mal gucken, was wir da für einen Reifen drauf gequetscht kriegen. Und von daher, ja. So, Frontschutzstange ist fest. Jetzt kann ich endlich anfangen. Falls Leute fragen, was ich jetzt im Grunde mache. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt so toll sieht, aber hier ist ein kleiner Abstand. Dafür müsste da was weg und da was weg, damit da an sich die Ecke was rankommt. Und hier ist auch ein kleiner Abstand zwischen, sprich zwischen den zwei Schraubpunkten, beziehungsweise zwischen dem Abdrückpunkt hier oben und dem Schraubpunkt unten muss auch wieder was weg. So, das Ganze habe ich mir jetzt quasi rundherum mal markiert, überall da, wo noch, sage ich jetzt mal, Fehler sind oder Stellen sind, die ich noch gerne verbessern würde. Extrem halt hinten die Ecke, die ist sehr kompliziert bei dem Kit. Werde ich mich jetzt so erstmal dran begeben und die ersten Feinsachen machen, als erstmal das Kit abbauen, an sich die Kitteile zueinander prüfen, sprich Stoßstangenansatz an Verbreiterung vom Kotflügel, Verbreiterung vom Kotflügel zum Seitenschweller, Seitenschweller wieder zum hinteren Kotflügel. Damit das Kit an sich zu sich passt und danach werde ich dann versuchen, das Ganze quasi anzupassen wieder ans Fahrzeug. Bei alten Fahrzeugen ist es immer etwas komplizierter, aufgrund der Tatsache, dass die Fahrzeuge wahrscheinlich nicht das erste Mal zerlegt wurden, geschweige denn, dass damals so präzise die Spaltmaße waren, beziehungsweise die Produktion einfach nicht so präzise war, dass das Fahrzeug, was damals in Japan gescannt wurde, worauf das Kit quasi perfekt modelliert wurde, auch eventuell nicht ganz perfekt war und mit Sicherheit ein bisschen andere Spaltmaße hatte, wie jetzt, sage ich jetzt mal, ein neuer Supra MK5 oder sowas. Die von der, sage ich jetzt mal, Fertigung sehr viel präziser sind, dass man davon ausgehen kann, dass da jedes Auto im Grunde mehr oder weniger gleich ist. Das ist halt beim Golf 2 oder bei einer S13 oder so nicht der Fall. Daher sind bei den Kits immer ein bisschen mehr Anpassungsarbeiten gefragt, wobei ich sagen muss, beim Golf 2 ist echt so gut wie nichts. Also im Vergleich zu anderen Kits ist das wirklich gar nichts. Da habe ich schon sehr viel Schlimmeres gesehen. Und ja, ich werde mich jetzt da dran packen, mit dem Dremel bewaffnen. Maske anziehen und dann machen wir ein bisschen Staub. Und weil ich schon dabei bin, werde ich auch hier die Ausschnitte ein bisschen aufsäubern, beiziehen und sobald die Felgen auch ein paar Reifen haben, werde ich auch gucken mit dem Lenken, dass das alles passt, aber sollte alles möglich sein. Die Jungs haben gute Vorarbeit geleistet, Nieten sind schon drin, Schweißarbeiten sind schon gemacht, obwohl die Schweißnähte jetzt auch ein bisschen schöner hätten sein können. Hä, Christoph? Ah, sind keine Schweißer, die Erfahrung fehlt und deshalb ist das verziehen. Ist alles dicht, ich habe es mir angeguckt, von daher passt das soweit schon mal. Die haben ein neues Blech eingesetzt, so wie ich es auch mache, nur halt mit dem schönen Verschweißen hapert es ein bisschen, aber das tut es so. So, ich mache jetzt die Dremel-Scheiße hier und sehe gleich wieder aus wie ein Schneemann.